ist eine verschlossene. Oh, was haben wir hier? Was, was wir kaputt machen können. Das machen wir auch in der Hoffnung, dass es funktioniert. Ja. Okay, das müssen wir dann da reinmachen, das Schwertchen. Gut. Jetzt können wir das Schwert uns holen. Ich weiß noch nicht, ob es nur vorübergehend. Ja, es war nur vorübergehend. Glaube ich. Immer zur Seite ausweichen, immer zur Seite ausweichen. Aua. Ausweichen, sagte ich. Jetzt! Ja, so schwach bin ich nicht, ne? Immerhin bist du jetzt schon erledigt. Jetzt! Hier einfach zurück ausweichen, so zurückgehen und alles. Ist nicht nett, ich wollte die liebevoll streicheln. Mit dem Schwert. Gut, dass das Schwert während des Kämpfens nicht kaputt geht, ne? So, jetzt muss ich gucken, dass ich das hinkriege. Ah, hat ja besser geklappt als erwartet. Oh, ja, das nehme ich doch gerne. Damit haben wir jetzt, glaube ich, 4 Teile und Lebensupgrade. Und wir sind komplett geheilt. Mehrere schöne Dinge auf einmal. Wo ist denn da? Auch hin. Da sind 2 Kisten. Da ist noch eine 3. Kiste. Kann ich das erwischen? Nein. Aber ich könnte eventuell... das so erwischen. Blöd halt, dass es nicht ausreicht, um darüber zu kommen. Ich finde das halt ein bisschen kacke, dass er nicht aufhört zu gleiten, wenn ich Boden unter meinen Füßen habe, sondern einfach mittendrin so nach einer gewissen Zeit das aufhört. Das finde ich immer ein bisschen schade. Aber nun ja, so ist das halt, ne? Ah, stupst sich hier wieder was runter. Ah, um irgendwo hochzukommen. Und wo? Ah! Ich weiß wo. Aber davon abgesehen, ist ja die Bewegung von den Teilen dann doch etwas stärker eingeschränkt. Auch wenn man halt dieses Hin und Her machen kann, habe ich ja schon mal erwähnt. Weil guck, ich kann es da über diese Kante nicht schieben. Da lang? Ich gehe aber erst da lang. Wow. Ja. Ich habe zu spät gesehen, dass es da blubbert. Ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe. Kann ich den von... Also ich kann ihn auf jeden Fall hier erwischen.
Eigentlich reicht's ja von der Zeit her. Nein, hat nicht von der Zeit her gereicht. Okay. Gut, dann kann ich das doch erst später machen. Kümmern wir uns jetzt erstmal hier. Wow! Ich habe nicht damit gerechnet, dass da so ein einzelner Soldat auftaucht. Ein einzelnes Skelett. Wie wir einfach nur Sachen kaputt machen. Okay, dann können wir jetzt erstmal nur runter. Ist abgehauen. Ah, okay. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ihr wollt mich in eine Falle locken. Was ist eigentlich auf Treppen zu kämpfen? Einfach nur wegen diesem verschiedenen Höhenunterschied. Das ist eine Kiste, die sieht sehr interessant aus. Und die gefällt mir sehr. Und ich habe das Gefühl, wir müssen gleich kämpfen. Habt ihr auch dieses Gefühl? Deswegen lasse ich das noch. In der Kiste befindet sich etwas, was uns dabei helfen wird, gegen Tiamat zu kämpfen. Kreuzlinge, eine fein gearbeitete Wurfklinge, die mehrere Ziele auf einmal treffen kann. Wechseln Sie in den Zielmodus, indem Sie RS drücken und wählen Sie bis zu 5 Ziele aus, während Sie LT gedrückt halten. Drücken Sie RT, um die Klinge zu werfen. Ja, wir haben eine Fernangriffswaffe. Ist bei einem fliegenden Gegner natürlich ganz toll. Warte. RT? Ah. Wie kann das denn so? Cool, ne? Aber ich kann auch halt anvisieren und dann einfach die ganze Zeit so machen. Kann ich auch. Okay. Ich dachte, ach so, da. Die auch so ein bisschen aufladen, ne? Indem man Schießen gedrückt hält. Ah, naja. Ich kann sie halt auch so vernichten. Ich muss das halt nicht mit der Klinge machen. Kommen noch weiter. Oh ja, jetzt kommen noch solche Gegner. Man sieht halt, dass die Waffe jetzt stattdessen anstelle des Horns ausgestattet ist. Das Horn brauchen wir ja eigentlich im Kämpfen. Wir kämpfen nicht. Wir können zwar auch benutzen, um Leute zurückzustoßen. Das war ein bisschen knapp.
Aber ist halt nicht notwendig, ne? Diese Klinge brauchen wir halt schon eher. Ach genau. Bei denen ist nämlich so, die haben diesen diesen grünen Dings. Dadurch ist es, wenn du sie angreifst, vergiften die dich und machen Schaden. Durch die Klinge kannst du diesen Schaden halt wegmachen. Und man sollte mal ein bisschen weggehen, weil die halt so ein bisschen komisch spucken und dann explodieren. Jetzt gibt es natürlich solche Funktionen auch. Und jetzt können wir auf jeden Fall in dem Hof seine rote Bombenteil wegmachen. Fernangriffwaffe brauchen wir leider auch für Tiamat. Okay. Das kann ich halt auch nicht bewegen. Da muss noch das andere weg. Das kann ich aber nur von einer anderen Position aus machen. Das ist sehr creepy angehört. Nicht, aber jetzt könnten wir das eigentlich hoch machen, ne? Ah, das macht das Tor da hinten hoch, gut. Ich hab schon überlegt gehabt, wie die aufgehen. Ich dachte mir schon, dass die aufgehen. Kreuzlinge kann Energie von bestimmten Zielen übertragen. Ach so, ja. Weil die sind nämlich aus. Deswegen zünden wir sie da mal an. Man muss sich halt nur zu helfen wissen, ne? Ich möchte eigentlich nur wieder an die Oberfläche. Wir brauchen aber auch noch einen Schlüssel. Ist eine Kiste. Also, Dingskiste. Ja, gut, komm, nehmen wir einfach jetzt. Auch wenn wir es im Nachhinein vielleicht bereuen sollten. Wir brauchen drei Schwerter. Holen wir uns die mal. So, das haben wir. Dadurch kommen wir auf jeden Fall hier auf die andere Seite. So.
Oh. Hüpfen. Hüpfen wird überbewertet. Ich hoffe es. Wurde einfach in der Videosequenz angegriffen. So ist das schön. Dahin. Und dahin. Da will ich hin. Da will ich auch hin. Da könnte ich wahrscheinlich schon hin. Aber hier hin. Okay. Da komme ich auf jeden Fall dahin. Aber ich komme auch ganz nach oben. Also, ah, das ist der Rückweg dann. Okay. Ich will aber erstmal hier hin. Weil ich schließlich irgendwie noch nichts mitgenommen habe von dem Ganzen, ne? Jetzt komme ich noch auf die andere Seite. Ah, da ist mein Schwertchen. Ich wollte gerade sagen, ich mache mal ein bisschen schneller hier. Ich werde nicht angegriffen. Oh Wunder, oh Wunder. Ich dann dieses Hochklettern? Diese Möglichkeit? Ich hätte wahrscheinlich schon vorhin das machen können, oder? Kann das sein? Jetzt komme ich doch gar nicht hoch. Oder? Oh doch, ich komme hoch. Aber ich hätte es, glaube ich, gar nicht vorher machen können. So, jetzt haben wir schon mal einen von drei.